Was ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.? Der Volksbund ist ein gemeinnütziger humanitärer Verein, den es schon seit über 100 Jahren gibt. Gegründet wurde er im Jahr 1919, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Einem Krieg, der ein nie gekanntes Ausmaß an 15 Millionen Opfern forderte. Viele Kriegstote lagen in ganz Europa und der Welt verstreut in namenlosen Gräbern oder galten als vermisst. Per Gesetz sollte diesen Toten ein würdiges Grab und den Hinterbliebenen einen Ort zum Trauern gegeben werden. Es war eine gesellschaftlich wichtige Arbeit, die aber nicht die junge Regierung übernahm, sondern ein gemeinnütziger Verein. Der Name Volksbund sollte zum Ausdruck bringen, dass der Verein von allen Menschen in der Bevölkerung getragen wird, unabhängig von Religion und Partei, ob Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich. Zum Gedenken an die Toten wurde der Volkstrauertag eingeführt. Aber wollte der Volksbund damals auch vor den Gefahren kriegerischer Auseinandersetzungen warnen, so wie heute? Die mahnenden und warnenden Stimmen konnten sich leider nicht durchsetzen und, dem Zeitgeist entsprechend, wurden die Toten zunehmend als Helden bejubelt und sollten vor allem der Jugend als Vorbilder dienen. Der Volksbund unterwarf sich bereitwillig den Nationalsozialisten und wandelte den neu eingeführten Volkstrauertag in den sogenannten Heldengedenktag um. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entschied man jedoch, dass man einen anderen Weg gehen muss. Während der Volksbund wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit in der DDR verboten wurde, gründete man ihn im Westen Deutschlands neu und diskutierte, wie mit den Toten umzugehen sei. Der Volksbund wurde jedoch zum Teil von denselben Personen weitergeführt und zunächst machten sich viele Menschen Sorgen, dass der Verein den Heldenkult der Weimarer Republik und der Nazis weiterführen würde. Anfangs stritten Verein und Politik heftig darüber, wer als Kriegstoter gelten sollte und wer nicht. Vielfach wurden Täter, die sich im Nationalsozialismus schuldig gemacht hatten, auf demselben Friedhof beerdigt wie deren Opfer. Erst mit der Zeit wurden auch zivile Opfer als Kriegstote anerkannt. Auch heute werden diese Fragen zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Doch warum ist der Volksbund heute noch wichtig? Die meisten direkten Angehörigen der Kriegstoten leben selbst nicht mehr. Und es gibt nur wenige, die sich noch persönlich an die Toten erinnern. Der Verein organisiert das Gedenken zum Beispiel am Volkstrauertag und am 8. Mai. Viele Bildungsprojekte und Begegnungen von Menschen aus den ehemals verfeindeten Ländern finden durch ihn statt. Doch was haben diese Gräber mit den Menschen von heute zu tun? Wir leben doch in Frieden, oder? Was denkst du?